Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr im letzten Video vielleicht gesehen habt, sind im letzten Video Neon Salmler eingezogen, Parachairodon Inesis, nicht Axel Rudi. Das wären die roten Neons, aber ich habe Neon Salmler, also Parachairodon Inesis. Ja, und in diesem Video werden weitere Tiere einziehen und welche das sein werden, das werdet ihr im Video erfahren. Und das hier sind die Tiere. Erstmal schwer zu erkennen, das war jetzt im Auto auf der Rückfahrt. Da wollte ich es einfach mal kurz zeigen, weil das interessant war, sie haben ihre roten Köpfe verloren, denn es sind Rotkopfsalmler. Aber das tun sie nun mal. Sie verlieren ihre roten Köpfe, wenn sie Stress haben oder ihnen etwas nicht gefällt. Das ist quasi wie ein Stimmungsbarometer. Ist der Kopf rot, geht es dem Fisch gut? Ist er blass, geht es ihm nicht gut oder er ist gestresst? Ja, in diesem Fall natürlich im Auto gestresst. Will ich doch hoffen. Ja gut, Stress heißt, es geht ihm wahrscheinlich nicht gut. Ja, klar. Und hier habe ich das Aquarium gehängt. Und sobald die ein bisschen wärmere Temperaturen bekommen haben, haben die leicht rote Köpfe bekommen. Und ich habe noch 5 Neonsalmler gekauft, da ich den Schwarm von 11 Tieren ein bisschen aufstocken wollte. Denn das waren mir doch ein bisschen wenige. Und ich habe noch eine Pflanze gekauft. Die werde ich in diesem Video dann auch noch einsetzen. Ja, also ein Video, in dem viel passieren wird. Und zwar hier erstmal Wasser angleichen. Also, ja, Wasserwerte jetzt angleichen. Eben Temperatur angleichen, jetzt Wasserwerte. Wobei während Wasserwerte angleichen auch immer noch die Temperatur angeglichen wird. Das ist, wie ich finde, die schonendste Variante, denn wenn man die Fische einfach so reinschmeißt, es kann gut gehen, aber gerade bei Rotkopfsalmlern, die zicken ja dann doch mal rum. Deswegen, ich gehe eigentlich immer diesen vorsichtigen Weg, da ich mir am Ende nicht vorwerfen möchte, irgendwas falsch gemacht zu haben. Von daher, bitte. Ja, und dann immer so ein kleines bisschen was vom neuen Wasser da reinschütten. Wobei, ich habe hier pH 6,8, GH6, KH6, Chlor 0, Ammonium 0, Nitrit 0, Nitrat und leicht unter 10. Das ist ganz gut noch für die Pflanzen dann mit dem Nitrat. Aber im Händlerbecken sind lustigerweise ähnliche Werte. Von daher ist das gar nicht so schlimm, wenn ich die jetzt einfach reinschmeißen würde. Aber es ist wichtig mit der Temperatur. Und im Händlerbecken an die pH 7,1, irgendwas haben die mir da gesagt. Und deswegen war mir es dann doch lieber, den ruhigen Angleich zu machen. Aber das mache ich, wie gesagt, immer. Egal welcher Fisch. Und hier seht ihr sie im Beutel. Sie bekommen langsam ein bisschen an roter Farbe zurück. Ich denke mal einfach wegen der Temperatur. Sie waren dann doch während des Transports ein bisschen ausgekühlt. Und jetzt geht es hier ins Rauskäschern. Ja, da habe ich einen Rotkopfsalmler erwischt. Was ich jetzt nicht gemacht habe, das bitte ich euch zu tun. Hand über den Kescher, die springen. Damit habe ich nicht gerechnet. Mir ist nichts passiert. Mir wäre einer fast da rausgesprungen. Der ist aber zum Glück im Aquarium gelandet. Und ja, deswegen unbedingt bei diesen Fischen Hand über den Kescher. Macht das bei möglichst allen Fischen. Hand über den Kescher. Auch bei Garnelen. Hand über den Kescher. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist ein sehr großes Risiko, dass sie euch da rausspringen und möglicherweise auf ihrer letzten Fahrt übers Laminat enden. Das wollt ihr nicht, oder? Ja, und wieder habe ich es nicht getan. Oh Gott. Naja, bei mir ist nichts passiert. Aber Hand über den Kescher. Ja. Und jetzt geht es halt einfach ans Rausfischen. Und dann halt hoffe ich mal, dass die Tiere sich da gut einleben in diesem Aquarium. Ich habe sie übrigens für einen Stückpreis von 3,50 Euro gekauft. Das sind Hemigrammus bleheri. Die im Handel üblichen Fische entdeckt von Heiko Bleher. Ja, oder auch der gemeine Rotkopfsalmler genannt. Die sind so im Handel üblich. Ja. Und hier seht ihr jetzt erstmal so die ersten Sekunden bzw. Minuten der Fische. Und jetzt lasse ich euch mal mit ein bisschen Musik allein.
das war es erstmal mit der Musik und den ruhigen Aufnahmen. Jetzt wollte ich noch so ein bisschen was sagen, denn in diesem Aquarium sind ja jetzt augenscheinlich erstmal recht viele Tiere. Aber ich muss dazu sagen, das legt sich. Der Händler hat mir viel mehr an Tieren empfohlen. Er hat mir 20 Neonsalmler und 20 Rotkopfsalmler empfohlen, aber das war mir zu viel. Viel zu viel. Deswegen habe ich jetzt 15 Neonsalmler und 15 Rotkopfsalmler und 6 marmorierte Zwergpanzerwälse. Und das ist eigentlich schon recht viel für so ein Aquarium. Aber später habe ich dann gesehen, das legt sich. Die verteilen sich so ein bisschen. Die einen verschwinden mal links, die anderen mal rechts. Und dann verteilt sich und streckt sich das ein bisschen übers Aquarium. Dann ist das gar nicht mehr so brachial voll. Wie ihr hier seht, hier sind dann mal so ein paar Fische. Und dann aber auch mal wieder ein leeres Areal. Versteckmöglichkeiten eher weniger genutzt. Die Fische scheinen mir alle recht aufgeweckt und freundlich. Also, was heißt jetzt freundlich? Aber sehr neugierig zu sein. Hier auch mal eine Ecke ganz ohne Fische. Es gibt auch CO2-Diffusor. Läuft und läuft und läuft. Ah, die Neonsalmen schwimmen durchs Bild. Ja. Dann die Rotkopfsalmler da unten natürlich, die Hauptperson in diesem Video. Und hier die neue Pflanze. Ganz wichtig, die ist auch noch mit eingezogen. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Das ist mal gut für den YouTube-Algorithmus, dass meine Videos vorgeschlagen werden. Ja, denn damit ich noch viele weitere Leute erreichen kann. Und dann kann ich schon mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.